Kapitel 10 Die Reise zur Mondsteingrotte. Wir entschieden uns, noch in derselben Nacht aufzubrechen, damit Latias nichts von unserer Abreise bemerkte. Lord Ecke meinte, wir müssen sehr vorsichtig sein, als ich ihm erzählte, was Latias zu mir gesagt hatte. Er wirkte auf unserer insgesamt dreitägigen Reise sehr nervös und sah sich die ganze Zeit um. Als ich ihn an einem Abend, als wir am Lagerfeuer saßen, darauf ansprach, erzählte er mir, weshalb. Er sagte, dass Latias meist sehr unzurechenbar war, weil man ihr nicht gehorche. Er gab auch zu, dass er nie im Leben mit ihr zusammenarbeiten würde, wenn sie nicht dasselbe Ziel verfolgen würden. Sollte sie unsere Abreise bemerken und uns einholen, wäre es nicht mehr möglich, unsere Freunde zu retten. Außerdem erzählte er mir, dass ich mir nicht vorstellen könnte, wie sie sich manchmal benimmt. Als er weiter erzählen wollte, unterbrach ich ihn. Beruhig dich jetzt erstmal, Lord Ecke. Sei etwas optimistischer. Selbst wenn sie unsere Abreise bemerkt hat, sie weiß ja selber gar nicht, wo die Grotte liegt. Somit weiß sie nicht einmal, in welche Richtung wir reisen. Außerdem wäre es ihr eigener Schaden, wenn sie uns angreifen würde. Sie hat immerhin selber gesagt, sie könnte Necrozma nicht ohne uns besiegen. Er sah auf den Boden, sagte aber nichts mehr. Am zweiten Abend verkündete er, morgen erreichen wir die Höhle. Du hattest recht, Günther, Latias wird uns nicht finden. In dem Moment, als er Latias erwähnte, fiel mir noch eine wichtige Frage ein, die mich schon seit einigen Tagen beschäftigte. Als wir an diesem Abend wieder am Lagerfeuer saßen, fragte ich ihn also, Lord Ecke, warum hast du mir eigentlich vor dem, was passiert ist, nichts von Latias erzählt? Du wusstest doch eigentlich, dass sie mich sucht. Er zögerte mit seiner Antwort und wirkte sehr zurückhaltend. Also, als du hier aufgetaucht bist, hatte Latias wie sie schon gesagt hatte, keinen Kontakt mit mir. Ich schaffte es auch nicht, sie zu erreichen oder sie zu fragen. Deshalb war ich mir eben nicht sicher, ob du vielleicht ein Spion von Necrozma wärst. Ich konnte das Risiko einfach nicht eingehen. Es tut mir leid, Günther. Wenn ich dir sofort alles gesagt hätte, wäre das vielleicht nie passiert. Vielleicht wären dann alle in Sicherheit und wir hätten Necrozma schon besiegt. Ich kann es nicht wieder gut machen. Als er fertig war, legte er sich sofort hin und tat so, als würde er schlafen, auch wenn ich wusste, dass er es nicht tat. Ich verstehe, warum du so gehandelt hast, Lord Ecke. Du hattest recht damit, so vorsichtig zu sein, weil wenn ich wirklich ein Spion wäre und du hättest mir verraten, wo Latias wäre, dann wäre der Weltuntergang besiegelt gewesen. Ich wette, Flank und dieser Samen würden mir auch zustimmen, wenn sie jetzt hier wäre. Nachdem ich schließlich meinen Satz beendet hatte, legte ich mich auch schlafen. Ich konnte Lord Ecke noch flüstern hören. Danke, Günther. So wanderten wir am nächsten Tag weiter, in Richtung der Mondsteingrotte. Ich hatte mir sehr viele Gedanken gemacht, was dort passieren würde. Was mich vor allem beschäftigte, war die Frage, was würde passieren, wenn wir auf Necrozma trafen? Würden wir bereits kämpfen müssen? Das hieß, eventuell stünde die finale Schlacht um das Licht in der Welt der Pokémon nun bereits kurz bevor. Und was war mit Latias? Inzwischen hatte sie unsere Abreise vermutlich bemerkt. Doch ich hatte Lord Ecke selber gesagt, er müsse sich keine Sorgen um sie machen. Daher versuchte ich, den Gedanken schnell wieder zu verdrängen. Kurz nach Sonnenuntergang erreichten wir den Fuß eines Berges. Ein Stück über uns lag ein Höhleneingang. Wir sind da, hier werden wir Cresselia treffen. Komm, Günther, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich rechnete ursprünglich damit, dass wir auf einen besonders großen Dungeon treffen würden, in dem viele starke Feinde lauerten. Doch es geschah nichts. Wir liefen beinahe eine Stunde durch die Höhle, wodurch ich immerhin mit der Größe recht hatte. Doch uns begegnete nicht ein einziges Pokémon. Ich hatte ein ungutes Gefühl, als wir kurz vor dem tiefsten Punkt der gesamten Höhle standen, ertönte plötzlich eine Stimme.
Kapitel 11. Eine unerwartete Begegnung. Verschwindet von hier! Die Stimme hallte laut durch die Höhle. Wir erschraken beide, doch entschieden uns, trotzdem weiterzugehen. Wir würden uns von nichts und niemandem von unserem Ziel abhalten lassen. Als wir vor einer großen Art Tor aus einem besonderen Gestein standen, ertönte die Stimme wieder. Ihr hättet auf meine Warnung hören müssen. Ihr werdet es noch bereuen, jemals aus Silberdorf aufgebrochen zu sein. In diesem Moment wirbelte eine riesige Staubwolke auf. Sie verdeckte für kurze Zeit wie ein dichter Nebel jegliche Sicht. Als der Staub sich lichtete, sahen wir, wer das Tor blockierte. Lottecke zuckte erschrocken zurück. Wie hast du uns... Ich dachte, niemand außer mir würde diesen Ort kennen. Wie bist du hierher gekommen, Latias? Sie wirkte sehr gereizt. Du hast nicht das Recht, mir hier irgendwelche Fragen zu stellen. Du hast dich eben mal wieder getäuscht. Ich wusste sowieso von vornherein, dass du hierher kommen würdest, aber Günther, von dir bin ich sehr enttäuscht. Ich dachte, du wärst schlau genug, um meine Warnung ernst zu nehmen und nicht mit ihm zu reisen. Eigentlich ist es schade, dass ich dich noch brauche. Ich merkte, dass Lord Elke Angst hatte, also entschied ich mich, keine Schwäche zu zeigen. War es dir nicht klar, Latias? Ich lasse meine Freundin nicht im Stich. Und jetzt geh uns aus dem Weg. Du weißt selber gut genug, dass du uns nicht bekämpfen kannst, wie du gerade selber schon gesagt hast. Also kannst du uns nicht davon abhalten, unsere Freunde zu retten. Warum kommst du nicht einfach mit und hilfst uns? Irgendwann müssen wir sowieso gegen Necrozma kämpfen. Da macht es keinen Unterschied, wann. Latias lachte auf, bevor sie mir antwortete. Es macht sehr wohl etwas aus, wann. Du bist nicht stark genug, um dich einem Gegner wie Necrozma jetzt schon zu stellen. Nur weil ich Necrozma nicht ohne dich besiegen kann, heißt das nicht, dass wir nicht scheitern können, wenn wir ihn zusammen bekämpfen. Und du scheinst ja sowieso einen wichtigen Tennis zu verstehen. Es stimmt, ich brauche dich, um Necrozma zu vernichten, aber habe ich jemals von Lord Ecke geredet? Wie soll so jemand wie er mir in dieser Schlacht helfen? Wer mir nicht gehorcht, muss dafür bezahlen. Ich gebe euch beiden eine letzte Chance. Dreht sofort hier um und verschwindet. Ich konnte nicht fassen, dass Latias so hartnäckig war und dass sie uns nun drohte. Ich war fest entschlossen. Denk du lieber erstmal zweimal nach, bevor du hier irgendetwas sagst. Du willst, dass dir jeder gehorcht, aber warum? Du willst Necrozma doch eigentlich gar nicht beseitigen, um die Welt zu retten, sondern nur aus Egoismus. Du willst doch einfach nur deine Rache. Damit wir uns jetzt richtig verstehen. Du hast nicht das Recht, meine Freunde zu bedrohen. Und jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dafür sorge, dass du es bereuen wirst. Ich machte mich kampfbereit und Lord Ecke tat es mir nach. Er schien wieder Mut gefasst zu haben. Latias schüttelte mit dem Kopf, bevor sie uns angriff. Kapitel 11. Der Kampf gegen Latias um die Reise zum Mond. So begann letztendlich unser erster großer Kampf in diesem Abenteuer. Lord Ecke und ich waren fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Aber Latias machte es uns, wie bereits zu erwarten war, nicht leicht. Da sie nicht mit physischen Attacken angriff, war es schlicht unmöglich, ihr auszuweichen. Aber sie konnte erstaunlicherweise fast keinen Schaden austeilen. Unsere Angriffe hingegen schienen sehr stark zu sein, obwohl Latias den meisten von ihnen ausweichen konnte. Ich merkte, dass sie langsam an Tempo verlor und ihre Angriffe noch schwächer wurden. Der Kampf schien schon gewonnen, aber plötzlich änderte Latias ihre Taktik. Sie griff physisch an und zielte nur noch auf mich. Lord Ecke ignorierte sie vollständig. Sie drängte mich einige Meter zurück, bevor sie mich auf den Boden warf. Ich stieß mit dem Kopf gegen eine Steinwand hinter uns und ging zu Boden. Mir wurde sehr schwindelig. Ich hörte Latias reden. Bist du dir immer noch so siegessicher? Ich werde dir zeigen, was es heißt, sich mir zu widersetzen.